Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu Let's Play Guild Wars 2. Der Tropenvogel ist weggeflogen. Ich weiß gar nicht, warum ist denn der weggeflogen? Oh, das ist aber schade. Der andere ist noch da. Der hier ist weggeflogen. Ich weiß nicht, wohin ist. Ich habe ihm nicht wehgetan. Nein, nein. Ich soll meine Freunde suchen und die Geheimnisse dieses Teils des Dschungels dabei entdecken. Und zwar muss ich hier erstmal direkt in die Mitte. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier wieder eine Instanz ist. Deswegen fliegen wir mal hier runter. So, erstmal hier auf diesen Felsen. Tut mir immer noch so leid, wenn ich mir hier die toten Nuhoch angucke. Mann, das ist so traurig. So, mitten auf der Kreuzung soll es sein. Da ist die Instanz. Und... ja. Seltsame Entdeckungen. Oh, wow, was für ein krasses Bild. Das sieht ja geil aus. Das ist wirklich seltsam. Es sieht fast so aus, als wäre es der Kosmos in einer Rankenspirale. Okay. So, ich warte mal noch ein Momentchen, bis sich hier Bild und Ton komplett eingefunden haben. Hier haben wir ein Nuhochdorf. Oder Itzel, ich bin da immer noch nicht ganz dahinter gestiegen. Wen haben wir denn da? Ach, Marjorie! Marjorie ist da, schön! Hey, Marjorie! Dass ich euch hier treffe. Wie ist es gelaufen? Hat etwas gedauert, aber das Ei ist sicher. Faulein? Ist immer noch da draußen, fürchte ich. Sie verschwand, bevor wir sie erledigen konnten. Falls uns das überhaupt gelungen wäre. Ich bin nicht sicher, wie dieser Kampf ohne euch ausgegangen wäre. Was Mordremos aus ihr gemacht hat, indem er sie in so einen Rankenzahn verwandelt hat. Die kann ganz schön was einstecken, sag ich euch. Klar, gerade als ich dachte, schlimmer könnte Fraulein gar nicht werden. Und Case? Case? Na, wie sie halt so ist. Sie hat sich mitten im Kampf verdrückt. Wir finden sie sicher bald wieder. Die bleibt nie lang verschwunden. Wo sind denn die anderen? In der Nähe. Taimi ist mal wieder unterwegs, also suchen wir nach ihr. Hier? Schon, ihr kennt doch Taimi. Sie macht alles auf ihre Art und nach ihrem eigenen Zeitplan. Und meist klappt das ja auch irgendwie. Das mit den Hologrammen war doch eine geniale Idee. Auf dem Hügel hat noch niemand nachgesehen, falls ihr helfen wollt. Großartig. Wenn ihr die anderen seht, sagt ihnen, wir treffen uns auf dem Pfad. Okay, findet Taimi, bevor ihr etwas zustoßt. Ach, das ist ja schon toll. Na, das sieht ja schon super aus. Wo soll sie sein? Da vorne. Ich hüpfe mal rauf. Mal gucken, vielleicht kann ich ein Stück fliegen. Kann man eigentlich in Instanzen fliegen? Ich werde das jetzt gleich sehen. Oh. Soll ich etwa hier durch? Im Ernst? Aha. Na gut. In Ordnung. Ach, das waren Fallen. Hilfe! Es ist leck gerade so ein bisschen. Kniet nieder vom Mordremos. Na ja, gut, dann mache ich euch mal lieber, ja? Dann mache ich euch mal lieber hier. Da ist die Kraft. Das ist so ätzend momentan hier echt mit den Lecks. Ich bin ganz froh, dass der Ton diesmal wenigstens läuft. So, du Mordrem-Heiler. Upsala, ich sollte mich vielleicht selber auch mal heilen. Wäre mal eine gute Idee, was? Sind sie beide hin? Oh, wie schön. Der eine ist gar nicht mitgekommen. Na gut, dann soll mir das doch gleich sein. Kann ich hier rüberfliegen? Ich guck mal. Ja, ich könnte da rüberfliegen hier über dieses Minenfeld. In Ordnung, dann machen wir das auch. So, und zwar... oh. Das ging aber nicht sehr weit. Was haben wir hier? Einen heranwachsenden Mordrem-Wolf. Dann sollten wir den wohl machen. Bevor er ausgewachsen ist, machen wir ihn kaputt. Was ist das? Taimi ist allein hier draußen? Dann oh nein. Ich sie lieber bald finden. Schnell werd frei, werd fly. Bubble, 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 bubble. Ach so, die waren alle noch so klein. Und das ist der Steuerer. Ach so, der hat die gesteuert hier, die Kleinen. Deswegen stand er jetzt hier gerade so. Gut, er ist tot. Oh, da ist der Nächste. Den sollten wir also außer Gefecht setzen.
Ui. Ui. Nicht gut. Ich mache ihn hoffentlich kaputt, bevor ich hier diesmal die Wölfe kaputt habe. So, ein kleiner Freund für mich. Stirb! Los! Und die Wölfe, sind die jetzt orientierungslos? Nee, aber sie sind jetzt noch schneller gestorben, oder? Ich habe keine Ahnung. Nun gut. Was hat's hier mit auf sich? Ich kann das nicht benutzen, nee. Und es... So viele Mordrem. Ach, so Ridger. Viele Mordrem. Mhm. Timey? Oh! Asurisches! Asurisches! Warum? Oh, wow! Wann waren die Asura hier? Findet Timey, bevor ihr etwas zustößt. Da ist Timey wahrscheinlich. Ich warte mal kurz einen Moment. Oder? Doch, da ist sie auch. Da ist Timey. Und Schraddel! Was tun die hier? Timey! Seid ihr, ich hatte gehofft, dass ich euch das zeigen könnte. Danke für die Fährte. Was macht ihr hier draußen ganz alleine? Ich komme sehr gut alleine klar. Und es ist faszinierend hier. Was ist es denn? Ich weiß nicht. Noch nicht. Aber es ist eine seltsame Mischung aus magischer Technologie der Erhabenen und der Asura. Ich glaube, es ist eine Datenstation. Aber sie ist abgeschaltet. Mir fiel auf, dass einige der Flusskonnektoren... Das macht das Wetter mit der Zeit. Ich könnte es reparieren und den Magiestrom wieder zum Laufen bringen, wenn ich die richtigen Teile hätte. Ich brauche nur etwas, das leitet. So wie Malurandraht, Korrogenfasern oder Saurierknochen. Bitte, könnt ihr mir helfen, welche zu finden? Die Sache ist es so dermaßen wert. Saurierknochen? So die kann ich euch besorgen. Und wo geht sie jetzt hin? Zum nächsten. Ah. Irgendwie hat sie es anscheinend geschafft, zwei Stück zu aktivieren oder sind die immer aktiviert? Ich schau mal gerade, was sie macht. Ah, wahrscheinlich fummelt sie jetzt hier ein bisschen drin rum. Wie niedlich da oben der Schraddel sitzt. Interessantes Bild. Hier haben wir Timey. Da haben wir Schraddel. Das ist ein sehr interessantes Bild. Und wir haben leckere Pilze. Was machen wir denn mit leckeren Pilzen? Benutzt Pilze, um Saurier aus ihren Höhlen zu locken. Ah, in Ordnung. Und dann wird das hier wohl eine Saurierhöhle sein, oder? Ich gehe da mal kurz rein. Ja. Also wenn hier Saurier drin sind, dann sind sie eingegraben. Naja, gut. In Ordnung. Also, wir benutzen einen Pilz. Wo legen wir den hin? Saurierknochen? Soll das bedeuten, wir müssen die hier vorlegen oder was? Pilz werfen. Ich werfe jetzt mal den Pilz da so hin. Leckerer Pilz. Hierher, kleine Saurier, komm. Put, 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 put. Nee. Oder müssen wir eine Pilzspur machen vielleicht? Hierher, guck mal. Pilzi, Pilzi, Pilz. Ui, 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 da kommen sie schon. Eine Rauchschuppe. Na komm schon, Rauchschuppe. Lass uns miteinander spielen. Was hat der jetzt hier gemacht? Na, den habe ich ja schon toll gefunden. Oh, was ist los? Wieso nimmt er gar keinen Schaden? Hilfe! Verbessert. Spült Rauch, weicht im Rauch aus, verführt Schattenschritte. Nein! Oder muss ich hier hin? Muss ich hier hin, um den vielleicht irgendwie zu töten? Ja, hier kriegt er Schaden. Ach, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber für mich gar nicht so sehr gut. Wow, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Seht die Kraft. Ich kann einen Flusskonnektor einführen. Was soll das heißen? Ich bin zu schlau, um unten zu bleiben. Oh, in Ordnung. Als erstes benötigt ihr eine Flusskon... Mhm. Wir nehmen den Saurierknochen. Vielleicht kann ich das Ding jetzt hier irgendwie mit benutzen. Tatsache. Na gut. Also... Noch mehr leckere Pilze. Hierher, kleiner, kleiner Saurier. Guck mal, da ist das nicht fein. Ein Rollteufel. Na super. Komm her, kleiner Rollteufel. Ja, wunderbar. Aber der kriegt jetzt hier wenigstens auch direkt richtig Schaden. Der kriegt jetzt hier direkt Schaden.
Komm, stirb, 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 stirb. Muss nicht mich unbedingt dabei töten. So, der nächste bitte. Den führen wir hier ein. Dann nehmen wir den nächsten Pilz. Komm. Komm, Kleiner. Wieder eine Rauchschuppe. Die finde ich jetzt nicht so toll. Aber diesmal bekommt er wenigstens hier Schaden. Ich weiß nicht, warum das beim Anfang nicht so war. Ich hatte schon fast gedacht, das wird hier eine schwierige Aufgabe. Aber so? So geht's eigentlich, ne? Und noch einen leckeren Pilz. Yum, 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 yum. So leckere Pilze. Das ist wieder ein Rollteufel. Na komm, roll mal, roll mal, roll mal. Sehr schön. Der hält sich jetzt hier mit meinem Feuerelementar auf. So ist brav, so ist brav. Das ist genau der richtige Gegner für dich. Und der Saurierknochen ist genau das richtige Ding für mich. So, Timmy, ich bin dann fertig. Oh, ist das eine Karte? Oh, was ist das? Ein Erhabener. Seid gegrüßt. Ich bin Kiro. Mano, wo kommt ihr denn? Ich habe bemerkt, dass der Apparat eingeschaltet wurde und da bin ich hergekommen. Er war schon ziemlich lange Zeit inaktiv. Ich konnte keine Korrogenfasern finden. Habt ihr beiden ihn angeschaltet? Genau, ich... wir haben ihn eingeschaltet. Was sind das für leuchtende Punkte? Das Trägerin des Eis sind Ley-Energiekonzentrationen. Ley-Energiekonzentrationen? Das ist also eine Karte? Ah, verstehe. Das da ist hier. Und das da ist Tahrir. Was ist das da? Das da ist... Ah, das ist der Dschungeldrache. Er ist größer als die anderen. Die Bestie ist hungrig. Und nach den Angriffen auf Tahrir zu urteilen, fürchte ich, sie hat uns so gut wie geschluckt. Ganz Tyria läuft Gefahr, verschlungen zu werden nach all der Ley-Energie, die er verzehrt hat. Mordremos ist stärker, als ich angenommen hatte. Seht euch bloß an, was mit der Flotte passiert ist. Schon irgendwie beunruhigend, der Gedanke, dass der Dschungeldrache stärker ist als Saitan. Beunruhigend? Ihr macht mich wahnsinnig, ehrlich! Tut mir leid, Taimi. Wenigstens wissen wir jetzt, wo wir hin müssen, um mit dem Drachen zu kämpfen. Klar, das macht es besser. Gleich werdet ihr mir erzählen, dass der andere Punkt da noch ein Altdrache ist. Das da? Na, das ist eure Stadt. Ich glaube, ich weiß, wo Ratasum ist. Sum? Nein. Diese Stadt heißt Rata Novus. Die Asura dort sind unsere Verbündeten. Sie haben bei der Konstruktion dieses Geräts mitgeholfen. Novus? Novus? Heureka! Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr es? By God, wir haben es gefunden! Sind sie jetzt hier? Ihr seid der Erste eurer Art, den ich seit unserem Erwachen gesehen habe. Was haben sie hier gemacht? Sie suchten nach Methoden zum Töten von Altdrachen. Und wir suchten besseren Schutz vor ihnen. Die natürliche Folge war ein Bündnis. Das kann doch nicht sein, oder doch? Die legendäre, verschollene Stadt. Worauf warten wir? Wir hätten längst hingehen sollen. Wir könnten dort Daten finden. Magitek oder Verbündete, die uns im Kampf gegen Mordremos unterstützen könnten. Das könnte das Blatt wenden. Bringen wir alle wieder zusammen. Danke, dass ihr die Karte reaktiviert habt. Bitte sagt den Novanern, sie sollen bald vorbeischauen, wenn ihr sie besucht. Ich wünsche euch viel Glück. Danke. Ach, wie cool. Rata Novus. Ha, was hat sie gesagt? Heureka, das kannst du aber laut sagen, Timmy. Ha, wie geil. Ganz im Ernst. Es erinnert mich alles so an Stargate. Er kam gerade aus dieser aktivierten Karte wie ein Asgard. Krass. Schön, aber es sieht wirklich sehr schön hier aus. Das ist wie so ein kleiner antiker Außenposten. Ha, schön. Oder wie ein Antiker, genau. Nicht wie ein Asgard, wie ein Antiker. So, wir sollen jetzt unsere Freunde finden.
teilt die Neuigkeiten über Rata Novus mit dem Rest eurer Gruppe. Nun gut, dann auf, Timey. Nimm die Beine in die Hand, beziehungsweise Schraddel. Lass dich von Schraddel hier entlang tragen. Hoffentlich sind jetzt hier diese Dinger aus. Ja? Oh, das ist gut. Das ist gut. Können wir jetzt hier entlang ein bisschen abkürzen? Ja, das ist auch gut. Wahrscheinlich hat das Aktivieren der Karte dafür gesorgt, dass hier die... Was? Oh, Moment. Wir warten kurz. Wir warten einen Moment. Ich sehe die Namen unserer Freunde, aber sie sind noch nicht da. Timey, warte, noch nicht weiterlaufen, bitte. Ich möchte warten, bis sie zu sehen sind. Da ist Ridlock. Die anderen müssen hier noch gerendert werden. Eben. Vielleicht einen Schritt weiter. Da ist Braham. Und Kanach. Kommt schon. Rox, Marjorie, Kasmia. Ihr müsst nach. Vorher macht es nicht so richtig Sinn. Kasmia und... Die letzte im Bunde? Aber die werden sich über die Neuigkeit freuen. Komm schon, Rox. Ja, wunderbar. Hallo alle zusammen. Es gibt ein verschollenes Rata in der Nähe. Wir müssen dorthin. Sie betreiben Forschung über die Altdrachen. Vielleicht haben sie Magitek, die uns im Kampf gegen Mordremos hilft. Braham, ihr seid wieder da. Ihr habt mir ja so gefehlt. Oh, ihr habt ja eine Glatze. Oh, nicht so heftig, kleines Genie. Ihr habt mir auch gefehlt. Braham, wie geht es euch? Mir geht's gut. Bin ganz versessen darauf, wieder den Kampf zu ziehen. Ich höre, Fraulein oder das, wozu sie geworden ist, sei noch am Leben. Das würde ich gern ändern. Rox, was ist mit Sojas und Logans Spur? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir auf ihrer Spur sind. In Tahrir hörten wir von einer Karawane mit Gefangenen der Mordrem und beschlossen, sie uns anzusehen. Aber ich glaube, sie sind nicht dabei. Die Anzahl Gefangene und Mordrem stimmt nicht mit der überein, die wir vorher verfolgt haben. Na schön. Gehen wir also nach Rata Novus. Okay. Oh, Ridlock geht vor. So, und für uns... Bekommen wir... Kriegen wir eine Belohnung? Ah, danke schön. Ach, das ist wirklich doof. Ich richte mich nach euch, Kommandeur. Was immer ihr für das Beste haltet. Ah, gut. Gehen wir los und suchen wir dieses verlorene Rutter. Richtig. Wählt eure Belohnung. Ein Rezeptbuch für viperhafte Rüstung. Ein Rezeptbuch für... Achso, das ist immer viperhaft. Achso, nee, Schmuck, Waffen und Rüstung. Doppelklicken, um ein Rezept zur Herstellung von Ausrüstungsteilen mit der viperhaften Wertekombination auszuwählen. Aha, jetzt müsste ich wissen, was ist denn vipernhaft? Das steht da leider nicht dabei. Aber so ganz prinzipiell, Rüstung kann ich mit einem Charakter bauen. Waffen kann ich auch aufgestiegene bauen. Und Schmuck kann ich auch aufgestiegenen bauen. Viperhafte Rüstung kann ich wahrscheinlich nur eine leichte bauen. Ach, wir nehmen einfach mal die Rüstung, wer weiß. Aber das sind nur die Wertekombinationen, ne? Wahrscheinlich ist es kein neuer Skin. Egal. Ansonsten kriegen wir noch Vorratsbeutel des goldenen Talkessels, eine goldene Rucksackschnalle. Und wieder eine Schrift der Maguma-Beherrschung. Oh, na dann. Ja, das habe ich mir verdient. Oh ja, das hast du dir ja sowas von verdient. Ist unser Teil jetzt schon irgendwie aufgewertet? Tasche der Eingeweihten. Seltsam. Das ist immer etwas hierfür, ne? Naja, gut. Lassen wir das erstmal so. Also gut, für uns heißt es jetzt weiter. Ich verlasse einmal ganz kurz hier die Instanz, dann sehen wir zumindest auf der Übersichtskarte nochmal ganz kurz, wo es uns jetzt hin verschlagen wird. So, und zwar sollen wir, ach wie, hier einfach direkt unter uns, ganz im Ernst, da Wurzeln des Schreckens, da verlassen wir jetzt die Karte, genau. Und gehen auf die nächste Karte, die da heißt Verschlungene Tiefen.
Wurzeln des Schreckens, da geht es hin. Ich muss allerdings sagen, ich würde gerne lieber vorher wenigstens noch hier diesen unbekannten Flecken auf der Karte Güldener Talkessel erforschen. Das heißt, ich werde nicht sofort in der nächsten Folge schon hier in die Karte wechseln, sondern werde dann nochmal in diese Richtung halt gehen. Och, das sieht wieder so schön hier aus mit den ganzen Glühwürmchen. Aber wie gesagt, für heute verabschiede ich mich. Habt einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!